Mein Name ist Valentina. Als allererstes möchte ich einen großen, großen Dank aussprechen an alle Teilnehmer, besonders natürlich an die Veranstalter, dass sie diese Möglichkeit überhaupt uns gegeben haben. Als Erfahrung möchte ich mitteilen oder sagen, dass ich durch diesen Aufenthalt hier und durch die Praktiken zu einigen Erkenntnissen gekommen bin, wo es mir wirklich ganz klar wurde, also einige Sachen über mich selbst vor allen Dingen. Natürlich auch mehr Vorbereitung, also das ist schwer, aber man muss wirklich, ich habe schon ein paar Ideen, dass man halt auch sitzen, zum Beispiel wenn man nicht so eine Stunde oder zwei Stunden sitzen kann, dass man sagt jeden Tag ein paar Minuten mehr und irgendwann schafft man also das zum Sitzen nochmal. Und ja, es hat mir sehr gefallen. Ich werde, sobald es, also wenn es mir möglich wird, gerne mitmachen nochmal. Gerne auch länger. Ach, mein Name ist Daniela. Ich habe in diesen kurzen 4 Tagen, /3 Tagen, so eine sehr wichtige Erkenntnis gewonnen. Das ist so das Einzige, was ich hier mitnehmen konnte. Und zwar, je stärker man sich auf sich selber konzentriert bei einer Praxis, also egal bei welcher, ob das Mantra, Visualisation ist, dann ist die Praxis viel effektiver, als wenn man die ganze Zeit, wie macht es der andere oder über irgendwas anderes denkt, dann kann man große Bäume visualisieren oder seine Abbilder, also alles mögliche, aber wirklich, wenn man es schafft, sonst alles andere ist unmöglich. Also ich habe mir sogar eine Skizze erstellt, also so ein bisschen zum Grafen, wo man das halt sehen kann, je genauer man halt sich konzentriert auf sich selber und sowas, dass dann die Ergebnisse viel besser sind. Ja, und bedanken möchte ich mich bei Eugen, bei Nikolai. Also ihr habt das irgendwie geschafft, in dieser Zeit so kompakt, aber richtig zu machen. Und bei der Küche, das war sehr interessant. Sehr interessante Gerichte, habe ich noch nie gegessen. Vielen Dank. Ich heiße Olga, ich bin 30 Jahre alt, komme aus Singen. Ja, nochmal danke. Danke für die Motivation. Und es war ziemlich schwer, sich motivieren, weiter zu konzentrieren und nicht an irgendwas zu denken. Oder einfach nur sitzen. Jetzt leg dich einfach schlafen oder so. Nein, ich mache weiter. Und so. Also die Gedanken, das wusste ich sowieso, dass die werden fallen, wie sonst auch was. Aber dass die so fallen, habe ich nicht vorgestellt. Ja, es gibt vieles, was ich mitnehme. Kann ich darüber sehr lange erzählen eigentlich. Ja, danke an die Küche und danke an alle Teilnehmer, die so miteinander behutsam waren. Ja. Ich heiße Tamara. Ich kann mich nur daran anschließen, was schon gesagt wurde. Es war schön, also mit der Küche und alles. Und es ist, man braucht, wie gesagt, schon mehr Vorbereitung. Es ist richtig schwer sozusagen, so viele Tage durchzuhalten, aber es ist machbar. Und ja, also der Ort und die Wandermöglichkeiten, das war auch sehr hilfreich, das muss man auch sagen. Also ich werde mich auf die Wirkungen freuen und ich warte halt dann drauf. Danke. Ja, ich heiße Alex, ich bin 33 Jahre alt, komme aus Regensburg und möchte mich so bedanken bei Eugen und Nikolai für diese Veranstaltung als Mini-Vipassana. Und ja, ich denke so, dass ich eine gute Erfahrung hier gesammelt habe und gute Energie mitnehme, mit nach Hause. Und ja, ich möchte alle an die Küche auch natürlich bedanken. Das Essen hat gut geschmeckt, alles war super, top und ich wünsche euch alle viel Erfolg. Hey, ich heiße Andrei, bin 38 Jahre alt, komme aus Gütersloh
Ich möchte mich erstmal bei allen bedanken, bei allen Teilnehmern, bei Veranstaltern, bei der Küche. Hat alles geschmeckt. Danke. Ich hatte das Glück gehabt, zweimal schon Vipassana zu machen. Einmal die volle Version, 10 Tage, und einmal so eine kurze, so eine Mini-Vipassana. Ich kann nur eins sagen, ich empfehle jedem, und die kurze und die lange. Auch bei der kurze habe ich heute einige Erfahrungen gehabt, bei den ersten zwei Stunden und bei Pranayama bei Nikolai in den letzten zwei Stunden, die ich sogar bei der 10. noch nicht. Wahrscheinlich das ist schon die Erfahrung von der letzten Vipassana. Ja, einige Sachen aus Erfahrung, da stimmt, am dritten, vierten Tag fängt erst wirklich alles zu schmerzen. Ne? Und das ist halt hier in der kurzen, also kurze Version, die ist auf jeden Fall empfehlenswert. Da habe ich heute einiges gesammelt, auch als Energie und einige Dinge, die ich jetzt in den nächsten Tagen noch durcharbeiten muss, um mir die ganzen Zeichen zu verarbeiten. Dankeschön. Ja, ich bin der Jakob aus Lüneburg, 35 Jahre alt, und für mich war das erste Mal bei einem Vipassana. War interessant. Erstmal zu dem Organisatorischen. Also von der Location her, jeden Tag zweimal Berg rauf, Berg runter, war super. Bin zwar fast die gleichen Strecken gelaufen jedes Mal, aber es war schön. Also sehr schöne Natur hier. Essen, Küche, also danke auch von mir an die Damen. War sehr gut, das Essen. Und ja, zu dem eigentlichen Grund des Hierseins, wie effektiv das für mich gewesen ist, vermag ich jetzt gar nicht zu beurteilen. Ich habe festgestellt, dass das Denken sich irgendwie verändert hat im Laufe des zweiten des dritten Tages, da kamen irgendwelche Gedanken, die ich wegschieben konnte, dann auf einmal irgendwelche Bilder, also das war seltsam, kannte ich so noch nicht, aber ja, mal gucken, wie sich das dann noch in der nächsten Woche anfühlt, wenn ich dann wieder im sogenannten Hamsterrad bin. Ja, und ja, körperlich, was auch gesagt wurde, dass man sich da besser vorbereiten sollte. Da muss ich auf jeden Fall was machen. Ich hatte arge Schwierigkeiten mit meinen Knien, mit meinen Beinen. Es hat alles wehgetan. Also, ja, mal gucken. Dran arbeiten. Ja. Also ich heiße Elena. Ich kann noch sprechen. Ja, die Stimme klingt irgendwie komisch. Also für mich war das auch erste Erfahrung, bei einer Vipassana teilzunehmen. Und ich muss sagen, ich war gar nicht vorbereitet. Letzte 4 Monate habe ich gar keine Yoga gemacht, null. Und als ich den Tagesablauf in dem Buch gesehen habe, ich dachte, oh mein Gott, was mache ich hier? Ob ich das überhaupt schaffe, ja, mal sehen. Ich muss sagen, das ist auf jeden Fall machbar. Ich bin stolz auf mich. Ich war super. Also muss ich sagen, ich hatte wenig Gedanken. Pranayama war für mich einfacher, als ich je dachte. Und Hatha Yoga sowieso, ich konnte 4 Stunden am Tag machen. Ich war auch sehr überrascht. Und ja, allgemein, vielleicht wie Nikolai davor gesagt hat, man hat sich eingestellt auf diese 4 Tage und klar möchte ich nach Hause. Wenn man sagt, nee, mach noch 5, dann sage ich wahrscheinlich doch nicht. Das ist diese Einstellung. Und was mir sehr gefallen hat, diese Motivation, also immer wieder von Eugenie oder Nikolai, immer wieder haben sie uns motiviert. Das war wie Atemzug, immer wieder. Und mir hat also alles gefallen, ich kann mir das nochmal vorstellen. Und ich möchte auch Danke sagen an alle Veranstalter, Teilnehmer und Küche auf jeden Fall. War alles sehr sauber, sehr lecker und ja, keine
Frage. Dankeschön. Hallo, ich heiße Oksana und das ist meine zweite Vipassana. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier sein durfte. Ja, und für mich ist das weniger Askese, sondern richtige Entspannung und irgendwie Urlaub von allem, was ich so im Leben habe. Von Familie, von Arbeit, von Freunden und so weiter. Ja, und ich brauche einfach diese Ruhezeiten. Ich finde nur, also ich kann zu Hause auch Meditation oder Pranayama praktizieren, aber das gelingt nicht so gut wie hier, also weit nicht so gut wie hier. Und ja, ich, also mir ist auch sehr viel klar geworden. Ich sehe jetzt ganz anders alles, was in meinem Leben gerade geschieht. Ich sehe jetzt meine Beziehungen mit verschiedenen Menschen auch total anders. Ja, und ich glaube, das wird sich sehr, sehr viel verändern nach dieser Vipassana. Und ich habe auch, also ich konnte mich ein bisschen besser konzentrieren dieses Mal. Also schon deutlich besser. Und ich habe praktisch keine Beinschmerzen gehabt. Letztes Mal war Hölle los. Erste 5 Tage. Aber ich glaube, das liegt auch an diesem wunderschönen Platz und auch an den ganzen Leuten, die sich hier versammelt haben. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, ne, dass wir, ja, wir haben das gut gemacht. Ich bin auch allen sehr, sehr dankbar. Meinen ersten Dank an Eugen, weil der hat das für uns gemacht. Und ja, also es gibt auch andere Veranstalter, die auch Vipassana anbieten, aber die haben da zum Beispiel keine Hatha-Yoga. Und die, also die Aufenthaltsräume, die sind dann nicht im Wald irgendwie, sondern so ein bisschen mehr öffentlich. Ja, es gibt schon sehr, sehr viele Unterschiede. Ja, und ich möchte mich auch an Nikolai bedanken, weil ich finde, der hat sich sehr gut um uns gekümmert. In jeder Hinsicht. Ja, also herzlichen Dank, Nikolai. Ja, hallo, mein Name ist Vitali, 38 Jahre alt, komme aus Gütersloh. Bin sehr dankbar dafür, dass ihr das möglich gemacht habt. 10 Tage hätte ich definitiv nicht gemacht. dafür. Nein, weil ich hatte es schon bekannt gehört. Deswegen, ich wollte mich abschalten, habe gehört, es gibt Berge. Das war schon der Grund, wieso ich hierhin kam. Und klar, die Erfahrung wollte ich unbedingt sammeln, nicht nur Theorie. Vorbereitet war ich nicht. Ich glaube, man hat es auch gesehen. Also ich bin positiv überrascht, ehrlich gesagt. Ich habe das gekriegt, was ich nicht erwartet habe. Mit besonderen Praktiken. Ich werde mich da auf jeden Fall weiterentwickeln. Besonders dank an der Küche. War echt sehr lecker. Und Organisation sowieso. Ich hoffe, er macht das auch zum zweiten Mal. Haus, Berge, hat alles super gepasst. Also ich würde gerne noch einmal mitmachen.